Hallo, ich bin Christoph Edler von den RBB Flingstones Graz und ich begrüße euch recht herzlich zu meinem ersten Rollstuhl-Basketball-Home-Trainings-Video. Diese Trainingseinheit ist in drei Teilen, Warm-up, Übungseinheit mit Dribbling, Pass- und Rollstuhlübungen und einem Cooldown-Teil unterteilt. Und ihr benötigt für diese Einheiten einen Basketball und euren Basketball- oder Alltagsrollstuhl. Für die erste Aufwärmübung kreisen wir den Basketball 30 Sekunden im und 30 Sekunden gegen den Uhrzeigersinn um den Kopf. Bei der nächsten Übung kreisen wir den Basketball um die Hüfte. Auch hier wieder 30 Sekunden um und 30 Sekunden gegen den Uhrzeigersinn. Bei der dritten Übung tippen wir den Basketball zwischen den Händen hin und her und bewegen dabei die Hände von oben nach unten und wieder zurück. Auch diese Übung machen wir wieder eine halbe Minute. Die letzte Aufwärmübung ist eine Kombination aus Übung 1 und Übung 2. Hier lassen wir den Ball in einer 8 um den Kopf und um die Hüfte kreisen. Auch diese Übung machen wir eine halbe Minute gegen und eine halbe Minute um den Uhrzeigersinn. Im Hauptteil dieses Videos widmen wir uns den Basisübungen vom Dribbeln, Passen und Rollstuhlhandling. Alle Übungen werden 30 Sekunden durchgeführt und können danach nach Belieben wiederholt werden. In der ersten Übung dribbeln wir den Basketball auf normaler Höhe links und rechts. Dabei versuchen wir, nicht auf den Ball zu achten. Danach dribbeln wir den Basketball so tief wie möglich.
Im letzten Teil versuchen wir, den Basketball so hoch wie möglich zu dribbeln. In der ersten Passübung passen wir den Basketball mittels Brustpass an die Wand, wobei wir die Höhe des Passes bei jedem Versuch variieren, einmal hoch, einmal tief. Bei der letzten Übung passen wir den Ball mit einer Hand gegen die Wand und fangen den Ball mit derselben. Der Fokus in dieser Übung liegt darin, den Ball so schnell wie möglich zwischen Wand und Hand hin und her zu passen.
In der nächsten Passübung passen wir den Basketball mittels Bodenpass an die Wand. Hierbei ist es wichtig, dass der Ball zwischen dir und der Wand im letzten Drittel aufkommt. Bei den Rollstuhlübungen ist es wichtig, diese so schnell als möglich durchzuführen. Dabei soll die Übung in der Ausführung so sauber wie möglich durchgeführt werden. Diese Übungen lassen sich übrigens auch super in einen Zirkel integrieren. In der ersten Übung drehen wir den Rollstuhl so schnell wie möglich von links nach rechts und von rechts nach links, wobei wir beide Hände immer am Rad des Rollstuhls lassen. In der zweiten Übung bringen wir den Rollstuhl von vorne nach hinten und auch hier bleiben die Hände immer am Rad. Bei der letzten Übung drehen wir den Rollstuhl um 180 Grad, 30 Sekunden gegen und 30 Sekunden mit dem Uhrzeigersinn. Im Cooldown-Teil werden wir verschiedene klassische Dehnübungen durchgehen. Hier könnt ihr aber auch natürlich eure eigenen Dehnübungen machen.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und wir sehen uns im nächsten oder hoffentlich bald am Platz.